Es war einmal ein armer Holzfäller. Der wohnte mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nahe eines großen Waldes. Der Junge hieß Hänsel und das Mädchen Gretel. Die Familie war sehr arm und hatte oft nicht einmal genug zu essen. Wieder nur eine Scheibe trockenes Brot. So konnte es nicht weitergehen. Also beschlossen sie am nächsten Tag, die Kinder im Wald zurückzulassen. Und im Wald wurde es dunkler und dunkler. Da waren so Geräusche. Ganz still im Walde, ganz still und stumm. Es hat vor lauter Purpur ein Männlein um. Sag mir mal, das Männlein sein, das da steht im Wald allein mit dem Purpur. Im Wald wurde es langsam Morgen. Vom Hunger getrieben standen die Kinder auf und liefen los. Sie wussten nicht wohin. Alles sah so gleich aus. Hungrig und müde setzten sie sich auf den Waldboden. Kinder schauten sich an. Da war doch in der Luft. Sie kannten diesen Duft von zu Hause. Genau, Lebkuchenduft. Hänsel sprang auf. Er konnte nicht glauben, was er sah. Ein Haus. Ganz aus Lebkuchen. Der Gartenzaun war aus Zuckerstangen gemacht. Die Kinder konnten sich nicht länger zurückhalten und begannen wie wild zu naschen. Da eine Zuckerstange abgebrochen, das schmeckte gut. Da ein Brocken Lebkuchen weggenascht und die süße Milch dazu. Oh, wie das alles schmeckte. Knuspere, Knuspere, Knäuschen. Wer knabbert an meine Mäuschen? Was war das? Die Stimme kam direkt aus dem Haus. Ich heiße Rosina Leckermaul und freue mich immer, wenn ich Kinder sehe. Ich liebe Kinder. Kommt doch herein. Ich habe frischen Apfelkuchen gebacken. Und auf dem Herd schmort ein leckerer Braten für das Mittagessen. Das ließen sich die Kinder nicht zweimal sagen. Schnurstracks rannten sie mit der Knusperhexe ins Häuschen. Kaum war die Türe zugeschnappt, blitzte und donnerte es. Und das alte Weiblein verwandelte sich in eine grausliche, hässliche Hexe!
Malus Löffus, Hokus Mokus. Nun muss es sein, ob fett, ob klein, das Büblein soll mein Braten sein. Das Kind ist viel zu mager. Yeah.